Bevor die Römer sich für unbesiegbar und zum Ruhm bestimmt hielten, trafen sie auf einen großen Feind, Pyrrhos, König von Epirus, einer Region Griechenlands. Während des als Pyrrhuskriege bekannten Konflikts führte der König seine griechischen Phalanxen auf italienischem Gebiet gegen die römische Legion ins Feld. Er besiegte seine gefürchteten Feinde in den Schlachten von Herakleia und Asklepios. Diese Siege kosteten jedoch die meisten seiner Soldaten das Leben, schwächten seine Armee und schadeten seinen Ambitionen. Als er sah, wie seine Männer ihren Sieg feierten, sagte er diesen Satz: "Noch ein Sieg wie dieser und wir sind verloren." Diese Ereignisse führten zu dem Begriff Pyrrhus-Sieg, der verwendet wird, wenn ein Sieg um einen so hohen Preis errungen wird, dass der Schaden für die siegreiche Seite irreparabel sein kann.